Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Star Wars Battlefront 1 von 2004. Hier ist wieder euer Darth Steffen Zockt und ich wünsche euch wieder viel Spaß bei dieser Folge. Und wir legen einmal los und spielen eine Runde auf Naboo. Mal schauen, was wir dort reißen können. Wahrscheinlich werden wir wieder mal gewinnen. Aber das ist ja im Prinzip egal. Wir spielen ja einfach nur aus Spaß und Freude das Spiel. Es ist ja nicht wirklich ein Wettbewerb. Aber man hat dann trotzdem immer so ein bisschen den Zwang, so gewinnen zu wollen, was das angeht. Zumindest bin ich so einer. Ich gebe es auch ehrlich zu, ich bin eher ein schlechter Verlierer, aber ich denke mal, das wird vielen Leuten so gehen, dass sie einfach keinen Bock haben zu verlieren. Und dann immer rumfluchen. Ich erwische mich auch immer wieder sehr oft dabei, was das angeht. Aber ist ja egal. Gehört halt dazu, jeder ist anders. Und für die Zuschauer ist es da vielleicht witzig, keine Ahnung. Ob für die Zuschauer dann witzig oder lustig ist, wenn man da rumflucht und so Zeug. Aber bis jetzt kam noch nie Beschwerden, dass es irgendjemand aufgeregt hat, wenn ich geflucht habe oder geschimpft habe. Bis jetzt ist alles super. Daher bleibe ich auch dabei und mache so weiter, wie ich immer spiele. Außer es kommt mal wirklich viel Feedback, dass die Leute sagen, bitte hör auf damit, dann versuche ich das natürlich zu unterbinden, was das betrifft. Weil man will ja auch seine Leute nicht vergraulen, was das angeht. Und man muss ja auch so ein bisschen auf seine Community eingehen. Daher muss man da schon ein bisschen Kulanz zeigen und Toleranz, was das angeht. Und wenn man dem das verspricht, dass man das sich daran halten möchte und sowas, sollte man schon ein bisschen dann auch dran arbeiten, was das betrifft. Ihr kommt dann immer wieder in den Geschützturm, die Penner. Jetzt hört doch mal auf, in den Geschützturm immer zu gehen. Leute, verpisst euch. Raus, du musst gar nicht reingehen. Schön verpissen. Oh oh. Na gut, das Zelt zerstört, das ist gut. Das eine hat jetzt meiner eingenommen. Sehr schön. Im Prinzip ist der Posten auch safe soweit. Naja, da haben wir hier noch ein bisschen Stunk. Ah, gute Taktik, immer schön in Bewegung bleiben. Der ist sehr schlau. Weil nach der Taktik sollte man das auch immer machen, dass man immer schön in Bewegung bleibt. Weil umso schlechter kann man getroffen werden, was das angeht. So, einfach das weg, dass das nicht eingenommen werden kann. Ey, da haben wir so einen Posten dahin weggenommen. Hab ich auch gar nicht gemerkt. Dass die uns den geklaut haben, die Wichser. Na, mit denen geht's aber rund, hä? Da klauen die uns hier in den Posten einfach mal. War wohl eben etwas ungeschützt, hä? Das hätten sie denen mir doch nicht geklaut. Hey, das ist doch genau in der Explosionsfolge drinne. Warum hat der es überlebt? Das geht aber gar nicht. Das Problem ist, die kommen von da hinten. Und das ist der Hauptpunkt. Das ist das Problem. Die kommen von ihrem Hauptpunkt. Und können natürlich ja frontal auf den Posten gehen. Aber das müssen wir versuchen hier zu vermeiden irgendwie, dass sie das machen. Wir versuchen auch da hinten den Posten wegzunehmen. Wir haben noch 30 Mann, aber machen einen hier auf übelsten Macker. Schon krass eigentlich. Haben schon verloren, aber machen auf Obermacker. Bin schon verrückt irgendwie. Na lass ihn nur dahinter laufen. Muss das Zerstreuter sind.
Und nicht mal komplett aufeinander stehen, umso leichter sind sie auch anzugreifen. Wenn sie nicht bei einer Gruppe sind. Das macht es ja nur für mich einfacher. Oh, Mist. Wollte ich denn sagen, es war wohl die Munition alt oder was? Gut, der Posten gehört auch gleich uns. Ist ja nur noch einer. Und der ist dead. Aber die war nicht mein Abschuss. Diesmal nicht. Na gut. Das war aber eine relativ schnelle Runde. Das waren 5 Minuten, 6 Minuten für eine Runde. Das ist ein neuer Rekord hier bei Star Wars Battlefront. Da könnte ich ja fast auch eine Runde spielen, ne? Immer Renoir, komm, wir sind schon Renoir. Der hat keine wichtigen Extras, wenn ich so nehme. Die können wir ruhig wegschießen. Meiner Meinung nach. Gut, der wäre weg. So, kann ich das nicht speichern oder hat das jetzt automatisch gespeichert? Ja, ist mal gut, interessant zu wissen. So, Galaxis Eroberung beenden wir mal. Und ja, dann war es das ja im Prinzip schon für die Folge. Ich muss nur gucken, wie ich auch ein bisschen die Zeit überbrücke, weil ich erst mal bei 7 Minuten bin. Aber wenigstens auf 8 kommen oder knapp 9, ne? Dass es nicht so kurz wird. Und ja, ich hoffe, wie immer natürlich, dass euch die Folge Spaß gemacht hat. Ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, auch wenn es immer ein bisschen langweilig ist, weil ich immer gewinne. Ich müsste im Prinzip auch schwieriger spielen, aber da ist natürlich der Spielstand nicht so weit, weil ich ja auf Easy spiele. Ich weiß nicht, ob es das für andere Schwierigkeitsgrade übernimmt. Das müsste ich mal offline probieren. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Samstag und einen schönen Start ins Wochenende. Und hoffe natürlich, dass wir uns nächste Woche Dienstag wiedersehen, frisch und munter, zur nächsten Folge von Star Wars Battlefront 1 von 2004. Bis dahin wünsche ich euch natürlich noch eine sehr schöne Zeit. Bleibt mir treu gewogen und gesund. Lasst mir natürlich gerne Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat. Natürlich auch Kommentare und Feedback ist erlaubt. Und dann sehen wir uns Dienstag wieder zur nächsten Folge Star Wars. Bis dahin, eine schöne Zeit und möge die Macht mit euch sein. Euer Darth Steffen Zockt verabschiedet sich nun und sagt ciao, ciao, ciao.